Der heute startende Besuch der chinesischen Delegation in Washington wirft seine Schatten voraus und es herrscht regelrechtes Headline-Chaos im Handelskrieg. Die Märkte ultranervös im asiatischen Handel und damit allerherzlichste Willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Und es ist Volatilität zu erwarten, vielleicht kann man das im Mindesten behaupten. Schauen wir uns mal die Chronologie der Ereignisse, der Headlines an. Zunächst ein Bericht der South China Morning Post, wonach es praktisch keinerlei Fortschritte gegeben habe in den Gesprächen zwischen den etwas niederrangigeren Delegationen. Seit Dienstag ist Chinas Vize-Außenminister Liao Guomin in Washington und da ist offenkundig nicht viel passiert in zentralen Bereichen. Keinerlei Annäherung, so der Bericht der South China Morning Post, sodass dann die Wahrscheinlichkeit sogar hoch sei, dass am Donnerstag, also bereits heute, Liu He wieder abreise, möglicherweise die gesamte Delegation. Weiß man aber nicht so genau, das ist eben dieses Headline-Chaos. Schauen wir uns hier mal Kayla Tausches Kommentar an, die sehr nah dran ist am Weißen Haus. Die sagt, es ist eine unglaublich fluide, eine Situation, die kaum zu kalkulieren ist. Nach letztem Stand der Dinge ist, dass unsere Information, die Information der US-Seite, dass Liu He am Freitag abreisen wird. Hier sehen wir allerdings auch von Edward Lawrence einen Kommentar, der sich auf Judd Deary bezieht, die Weiße Haussprecherin, die sagt, wir wissen davon nichts, dass er früher abreisen will, aber es ist eben auch offenkundig möglich. Wir werden es rausfinden, so hier dieser Bericht. Also es ist derzeit alles offen. Die Märkte zunächst mal nach unten gegangen, deutlich nach unten gegangen im asiatischen Handel, aber dann kamen andere Headlines. Offenkundig ist die Trump-Administration bemüht, hier ein bisschen gut Wetter wieder zu machen. Hier der Bericht, wonach die USA hier einen Teildeal anstreben mit einem Currency Agreement, also mit einem Devisendeal. Diesen Devisendeal habe man eigentlich schon fertig ausverhandelt gehabt, kurz bevor damals plötzlich der Gesprächsfaden abgerissen war, als eigentlich die Amerikaner ja schon gemeint hatten, dass hier das Dokument unterschriftsreif sei. Die Chinesen dann haben gesagt, nee, ist nicht. Jetzt will man seitens der USA offenkundig wieder dieses Instrument einsetzen, um dann erstmal ein bisschen Zeit zu gewinnen, einen Grund zu haben, um die Zölle nicht gleich am 15. Oktober weiter anzuheben. Und das ist ja nächsten Dienstag, da soll dann der Zoll steigen auf Waren im Volumen von 250 Milliarden Dollar von 25% auf 30% und dann Mitte Dezember nochmal zusätzlich 150 Milliarden an chinesischen Importen besteuert werden mit 15%. Das wären dann die letzteren, nämlich die im Dezember, Consumer Goods. Also das würde die Amis dann direkt in die eigene Tasche oder das wäre für die Amerikaner dann direkt in der eigenen Tasche fühlbar. Denn da geht es um Laptops, um all diese Geschichten, die ich hier schon mal in dieser Grafik aufgezeigt hatte. Das ist eben das, was China in die USA exportiert, die Amerikaner aus China importieren, Telefons, Smartphones, Laptops, solche Elektroroller etc. All das sind die Dinge, die eben dann bezollt würden und das wäre dann sozusagen eher kontraproduktiv für den amerikanischen Konsumenten, der ohnehin derzeit ein bisschen unter Druck ist. Ich will Ihnen hier folgende Grafik mal zeigen, wenn ich sie finde. Da sehen wir nämlich, dass gestern der Jobs Report stark enttäuscht hat, seit 3 Tagen. Jobs Report ist ein Arbeitsmarktbericht, ein alternativer Arbeitsmarktbericht im Vergleich zu dem staatlichen Bericht. Private Firmen, die hier befragt werden und wir haben jetzt 3 Rückgänge in Folge. Das gab es zuletzt im Januar 2009. Also wir sehen, dass offenkundig langsam am Arbeitsmarkt auch die Abkühlung ankommt. Die Stimmungsindikatoren, Michigan etc., Conference Board ohnehin zuletzt auch schlechter. Also die Amerikaner merken, dass da möglicherweise etwas auf sie zukommt. American Joe merkt jetzt auch dadurch, dass diese Turbulenzen um Basketball in China, um die NBA in China toben, dass da wirklich was der Fall ist. Also es ist jetzt in der breiten Öffentlichkeit angekommen und wie gesagt, die Trump-Administration versucht offenkundig jetzt gegenzusteuern, damit die Dinge nicht negativ eskalieren, die Wall Street komplett absäuft mit zum Beispiel einer Headline der New York Times, die sagt, ja, die Trump-Administration hat schon für einige US-Firmen vorbereitet Ausnahmegenehmigungen, um in nicht
sensiblen Bereichen mit Huawei wieder Geschäfte machen zu können. Das wäre natürlich eine Geste des Goodwill, die aber für Huawei faktisch nicht so wahnsinnig viel ändert. Schauen wir uns mal an, was da an den Märkten dann passiert ist jetzt im asiatischen Handel. Hier der Bericht des South China Morning Post. Wir sehen etwa den Nasdaq Future 120 Punkte fallen, der Dow Future fast 400 Punkte gefallen. Dann aber die Meldung des Weißen Hauses über CNBC. Naja, wir wissen von gar nichts. Der wird erst am Freitag abreisen, so das Weiße Haus wieder nach oben. Dann aber Fox Business News, ein US-Fernsehsender, der eigentlich eher Trump-freundlich ist. Ja, mit der Bestätigung nach unseren Quellen aus chinesischer Delegation wird Liu He bereits am Donnerstag abreisen, wird die Delegation am Donnerstag abreisen. Dann ging es wieder runter und dann hier diese Meldungen mit Huawei und diesem Currency Pact, Currency Deal. Also es ist ein echtes Chaos, es ist dann in der Summe gar nicht viel passiert. Wir sind ein bisschen niedriger wieder jetzt hier, aber Sie sehen hier diesen wilden Ritt und das dürfte sich heute fortsetzen. Wir haben heute nur die US-Verbraucherpreise, was heißt nur, wir hatten ja kürzlich die Erzeugerpreise, die stark gefallen waren, aber diese Zölle, die haben durchaus Effekte. Wir sehen vor allem, dass jenseits der Zölle schon der Bereich Healthcare stark verteuert ist, Mieten stark verteuert sind in den USA, also diese offiziellen Verbraucherpreise geben nicht immer das wieder, was wirklich so der Fall ist für die Leute. Was haben wir noch? Wir haben, und auch das sei mal erwähnt, starke Zuflüsse in Gold-ETFs. Seit 17 Tagen in Folge sehen wir Zuflüsse in Gold-ETFs. Wir haben jetzt fast das Volumen bei ETFs, das gehaltene Volumen in diesen ETFs, fast auf dem höchsten Stand seit 2012. Wir dürften dieses Volumen übertreffen in diesem Jahr, das ja noch einige Wochen hat. Und wir haben jetzt die Berichtssaison ja nächste Woche vor der Tür stehen. Derzeit durchschnittlich die Erwartung minus 4,1%. Earnings Recession nennt man das, aber wahrscheinlich werden die Wall Street Amis dann wieder jubeln, wenn wir dann nur bei minus 3,6 sind. Man ist froh, dass man dann über die extrem niedrig gelegte Latte einfach springen kann, auch wenn man vorher die Latte mehrfach niedriger legen musste. Das hat so ein bisschen Paralympics-Charakter. Schauen wir uns mal das an, was in den Charts jetzt der Fall ist. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones im kürzeren Zeitfenster, die Charts von Capital.com, und wir sehen, bums, ging es nach unten mit dem Dow Jones auf 26.000 fast gefallen, von 26.370 in etwa, also fast 400 Punkte. Dann Weißes Haus, davon wissen wir nichts, dass der am Donnerstag abreisen will, wieder nach oben. Dann Fox, hier wird doch am Donnerstag abreisen, wieder nach unten. Dann Huawei, dann hier Currency Deal. Und jetzt stehen wir hier. Also das ist schon eine ziemlich herbe Geschichte. Wir sehen den S&P derzeit bei 2915 Punkten. Was wird der DAX aus der Geschichte zaubern? 12.099, nach wie vor an der 12.100er Marke. Also wir sehen Euro, Dollar bei 1,0985, sehen das Gold trotz dieser massiven Zuflüsse derzeit sich wenig bewegt, 1506, und wir sehen das amerikanische Crude Oil weiter Richtung Süden schleichend bei $52,50. Also es ist echt eine fluide Situation. Die Amerikaner, so hat man das Gefühl, die Trump-Administration versucht positive Headlines zu erzeugen, mit Ausnahme von Wilbur Ross, der ist derzeit der Handelsminister, der ist derzeit in Australien und hat noch nicht mitbekriegt, was der Fall ist, dass die Trump-Administration offensichtlich keine negativen Schlagzeilen haben will. Der hat nämlich in Australien jetzt gesagt, ja, die Chinesen, die Handelspraktiken hätten sich weiter verschlimmert, das würde gar nicht gehen. Also der wird gleich wieder eingeschläfert, aber man hat, oder es ist auffällig, dass die letzten Tage eigentlich nur Nachrichten aus chinesischen Quellen gekommen sind, dass die Chinesen etwas durchgestochen haben. Die Amerikaner haben sich sehr stark zurückgehalten, die Trump-Administration hat sich sehr stark zurückgehalten. Alles offen, alles möglich, allerdings scheint die Differenz zwischen beiden doch sehr, sehr groß zu sein. Derzeit dreht sich ja alles um den Handelskrieg. Gestern FED-Protokoll, das gezeigt hat, dass man uneinig ist in Sachen der US-Notenbank, gleichwohl die Erwartung jetzt der Märkte, dass Ende Oktober schon die nächste Zinssenkung kommen wird. Das sind also die Faktoren Handelskrieg, und im Hintergrund wabert dann noch die Geldpolitik, aber im kurzen Zeitfenster Handelskrieg. Und da muss eine Lösung her, denn sonst steigen am Dienstag die Zölle weiter. Und das dürfte nicht das sein, was die Aktienmärkte sich erhoffen. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Donnerstag und sage Servus und Ciao.